Damals glaubte ich fest, dass das Leben, das richtige Leben, irgendwo weit ist, dort über die Dächer hinweg. Seitdem reise ich ihm nach. Aber es versteckt sich immer hinter irgendwelchen Dächern. Zwei Erfahrungen in ihrer Kindheit sind für den Lebensweg, den sie einschlagen wird, prägend. Zum einen die antisemitische Ausgrenzung als Jüdin, zum anderen die inneren Zweifel an ihrer Weiblichkeit, aufgrund ihres Hinkens, das sie durch entsprechende Kleidung zu kaschieren sucht. Rosa Luxemburg ist nahezu während des gesamten Kriegs, von 1915 bis 1918, im Gefängnis. Gründet aus dem Gefängnis heraus, zusammen mit dem ebenfalls inhaftierten Karl Liebknecht, unter anderem die Spartakusgruppe innerhalb der SPD. Sie begrüßt die Oktoberrevolution 1917 und warnt zugleich vor einer Diktatur der Bolschewiki. Ihre Gesundheit wird im Gefängnis immer mehr zerrüttet. An Sonja Liebknecht, Breslau, Gefängnis Mitte Dezember 1917. Ach, Sonitschka. Ich habe hier einen scharfen Schmerz erlebt. Auf dem Hof, wo ich spaziere, kommen oft Wagen vom Militär, voll bepackt mit Säcken oder alten Soldatenröcken und Hemden, oft mit Blutflecken. Neulich kam so ein Wagen, bespannt statt mit Pferden, mit Büffeln. Ich sah die Tiere zum ersten Mal in der Nähe. Sie sind kräftiger und breiter gebaut als unsere Rinder, mit flachen Köpfen und flach abgebogenen Hörnern, die Schädel also unseren Schafen ähnlicher. Ganz schwarz, mit großen, sanften Augen. Sie stammen aus Rumänien, sind Kriegstrophäen. Sie werden schonungslos ausgenutzt, um alle möglichen Lastwagen zu schleppen und gehen dabei rasch zugrunde. Vor einigen Tagen kam also ein Wagen mit Säcken hereingefahren. Die Last war so hoch aufgetürmt, dass die Büffel nicht über die Schwelle bei der Toreinfahrt konnten. Der begleitende Soldat, ein brutaler Kerl, fing an, derart auf die Tiere mit dem dicken Ende des Peitschenstiels loszuschlagen, dass die Aufseherin ihn empört zur Rede stellte, ob er denn kein Mitleid mit den Tieren hätte. Mit uns Menschen hat auch niemand Mitleid, antwortete er mit einem bösen Lächeln und hieb noch kräftiger ein. Die Tiere zogen schließlich an und kamen über den Berg, aber eins blutete. Sonitschka, die Büffelhaut ist sprichwörtlich an Dicke und Zähigkeit. Und die war zerrissen. Die Tiere standen dann beim Abladen ganz still und erschöpft. Und eins, das welches blutete, schaute dabei vor sich hin mit einem Ausdruck in dem schwarzen Gesicht und den sanften schwarzen Augen wie ein verweintes Kind. Es war direkt der Ausdruck eines Kindes, das hart bestraft worden ist und nicht weiß, wofür, weshalb. Nicht weiß, wie es der Qual und der rohen Gewalt entgehen soll. Ich stand davor und das Tier blickte mich an. Mir rannen die Tränen herunter. Es waren seine Tränen. Wie weit, wie unerreichbar verloren die freien, saftigen, grünen Weiden Rumäniens. Wie anders schien dort die Sonne, blies der Wind. Wie anders waren die schönen Laute der Vögel oder das melodische Rufen der Hirten. Oh, mein armer Büffel, mein armer, geliebter Bruder. Wir stehen hier beide so ohnmächtig und stumpf und sind nur eins in Schmerz, in Ohnmacht, in Sehnsucht. Derweil tummelten sich die Gefangenen geschäftig um den Wagen, luden die schweren Säcke ab und schleppten sie ins Haus. Der Soldat aber steckte beide Hände in die Hosentaschen, spazierte mit großen Schritten über den Hof, lächelte und pfiff leise einen Gassenhauer. Und der ganze herrliche Krieg zog an mir vorbei. Schreiben Sie schnell. Ich umarme Sie. Ihre
Hose. Sonjuscha, Liebste, seien Sie trotz alledem ruhig und heiter. So ist das Leben und so muss man es nehmen. Tapfer, unverzagt und lächelnd. Trotz alledem.